Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 1. Juni 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder im Süden des Landes. Heute gilt es, einen neuen Abschnitt zu besprechen, an dem das russische Militär plötzlich aktiver wurde. Die Rede ist vom Frontabschnitt westlich der Siedlung Nesterjanka, wo wir die letzten 2 Jahre über so gut wie gar keine Kämpfe beobachtet haben. Laut ukrainischen Soldaten unternahm das russische Militär vor wenigen Tagen einen Großangriff, an dem zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge beteiligt waren. Der Angriff kam hier definitiv überraschend. Laut einem ukrainischen Militärblogger wurde zuvor ein größerer Angriff nördlich der Siedlung Verbove in diesem Bereich erwartet. Letztlich erfolgte der Angriff aber im Bereich Nesterjanka. Als Folge des Angriffs konnten die russischen Streitkräfte an diesem Waldstrich um bis zu 2 Kilometer in nordöstlicher Richtung vorstoßen. Dieser Waldstrich wurde als Folge des Angriffs ebenfalls von der russischen Infanterie besetzt. Im Vergleich zum Vortag fällt damit dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Die Kampfintensität hat an diesem Abschnitt als Folge des Angriffs aber abgenommen. Nach starkem Widerstand der ukrainischen Streitkräfte unternahm das russische Militär keinen weiteren Angriff. Es ist somit nicht richtig, über eine neue russische Angriffsrichtung zu sprechen. Vorerst bleibt es hier ruhig, lediglich Artillerie- und Drohnenangriffe erfolgen beidseitig. Die aktuelle Lage in der Siedlung Robotyne haben wir erst gestern besprochen. Seitdem hat sie sich nicht verändert. Falls Sie das gestrige Video verpasst haben, dann können Sie gerne dort nochmal vorbeischauen. Weiter geht's mit dem Frontabschnitt Pokrowsk im Donezbecken. Westlich der Siedlung Semenjewka konnten die russischen Streitkräfte wie erwartet die Frontlinie begradigen. Die russische Infanterie besetzte eine Reihe von Waldstrichen, die die Ukraine zuvor kampflos aufgegeben hat. Die betroffenen Waldstriche sind auf der Karte hier zu erkennen. Darüber hinaus konnte die russische Seite einen großen Abschnitt der Straße, die von Semenjewka nach Novoselivka-Perschaf führt, einnehmen. Die Frontlinie rückt somit um bis zu 2 Kilometer in westlicher Richtung und entfernt sich somit um die gleiche Distanz von der O0542-Straße, die durch die Siedlung Semenjewka in Richtung Otscheretene verläuft. Damit fällt im Vergleich zum Vortag dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Mit dieser Frontbegradigung verstärkt das russische Militär den Druck auf die Siedlung Nowopokrowske und versucht nun mit größeren Kräften in die Siedlung einzubrechen. Die ukrainische 47. Brigade kann vorerst alle russischen Angriffe noch außerhalb der Siedlung stoppen und die Kontrolle über das Dorf behalten. Aus russischer Sicht ist die Einnahme von Nowopokrowske essentiell, um die weitaus wichtigere Siedlung Novoselivka-Perschat zu erreichen. Ähnlich hoch ist auch der russische Druck auf die Siedlung Sorkil, die westlich von Otscheretene liegt. Dort werden vorerst keine Veränderungen registriert. Es kommt zu schweren Stellungskämpfen. Damit verlassen wir auch schon den Frontabschnitt Pokrowsk. Am Abschnitt Chasiv Yar drückt das russische Militär mit Kräften der 98. Division auf das Kanalviertel. An der nördlichen Flanke gelang es der russischen Infanterie, die Dachas der Stadt vollständig einzunehmen. Die russische Infanterie festigte südlich der Eisenbahnlinie am Stadtrand. Der Vorstoß in westlicher Richtung betrug etwa 500 Meter. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Nördlich der Eisenbahnschienen hat das russische Militär aber erstmal keinen wesentlichen Erfolg. Die Ukraine leistet vor der Siedlung Kalinivka erfolgreich Widerstand. Insgesamt ist der russische Angriffsdruck an der nördlichen Flanke aber enorm, wie ukrainische Soldaten beschreiben. Russische Luftlandetruppen greifen hier täglich mit großen Kräften an und versuchen einerseits die Siedlung Kalinivka einzunehmen und andererseits den Siversky-Donez-Donbass-Kanal zu erreichen. An der südlichen Flanke ist das den russischen Luftlandetruppen bereits gelungen, das hatten wir gestern besprochen. Seit dem gestrigen Update hat sich aber hier nicht wesentlich etwas verändert. Es kommt weiter zu Kämpfen im Bereich des Kanals. Die russische Infanterie versucht vollständig die Stellungen am Kanal einzunehmen. Damit hätten wir auch den Frontabschnitt Chasiv Yar Bachmut geklärt. An der nördlichen Frontlinie kommt es weiter zu Kämpfen im Bereich der Siedlungen Kryslivka, Berestowe und Stelmachivka.
Im Bereich der zuletzt genannten Siedlung unternahm das russische Militär mit motorisierten Kräften einen Angriff im offenen Gelände. Das Ziel des Angriffs war, in die Siedlungszelle Nachivka vom Norden einzudringen. Die ukrainischen Streitkräfte konnten jedoch den Angriff in diesem Bereich stoppen. Folglich zogen sich die russischen Truppen zu ihren ursprünglichen Positionen zurück. Die graue Zone wurde um ein kleines, unwesentliches Stück erweitert. Seit etwa 2 Wochen versucht das russische Militär bereits vom Südosten her in die Siedlung Stelmachivka einzudringen. Das gleiche betrifft auch die etwas südlicher liegende Siedlung Mersa-Zharivka. Das hatten wir in den letzten Wochen mehrmals besprochen. Angesichts der verstärkten Angriffe an diesem Frontabschnitt scheint eine der russischen Absichten im Sommer die vollständige Einnahme der Luhansk Oblast zu sein. Das Erreichen der administrativen Grenzen der Region ist dem russischen Militär schon vor knapp 2 Jahren gelungen. Als Folge der ukrainischen Kharkiv-Offensive mussten die russischen Truppen jedoch einige Teile der Luhansk Oblast wieder aufgeben. Seitdem kontrolliert die Ukraine stets einen Teil dieser Oblast, der auf der Karte hier zu sehen ist. Stelmachivka ist dabei eine der größten Siedlungen, die in der Luhansk Oblast noch unter ukrainischer Kontrolle steht. Der Angriffsdruck könnte hier in den nächsten Tagen weiter zunehmen. Das zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Svatove-Kremina. An der Kharkiv-Frontlinie bleibt alles unverändert. Die russische Seite berichtet heute vom erstmaligen Beschuss der Belgrad-Oblast mit HIMARS-Raketen. Mehr als 10 Ziele wurden von der russischen Luftabwehr abgefangen, so berichten einige russische Militärblogger. Es gibt keine Informationen über das Treffen irgendwelcher Objekte. Und damit kommen wir zu einem der umfangreichsten russischen Luftangriffe in diesem Kalenderjahr. In der vergangenen Nacht unternahm die russische Luftwaffe zusammen mit der Marine einen kombinierten Angriff auf verschiedene Städte des ukrainischen Territoriums. Insgesamt attackierten 100 verschiedene Flugkörper die Ukraine. Zunächst wurden in Südrussland 47 verschiedene Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136 gestartet. Die geschätzte Flugbahn der Drohnen ist in Gelb zu erkennen. Der größte Teil der Drohnen flog in westlicher Richtung. Dort wurden die Städte Rivne, Vinnytsia und Stryi angegriffen. Ein kleiner Teil der Drohnen attackierte außerdem Städte und Regionen am Dnipro-Fluss. Der ukrainische Generalstab verkündete den Abschuss von 46 der 47 Drohnen. Neben den Drohnen machten Marschflugkörper des Typs H101 H555 den größten Teil der Flugkörper aus. Insgesamt starteten die russischen Streitkräfte 35 solcher Raketen mit Hilfe strategischer Bomber. Die Flugbahn dieser Flugkörper ist in Rot nachvollziehbar. Angegriffen wurde hauptsächlich die Stadt Stryi in der Region Lemberg. Darüber hinaus aber auch die Regionen Dnipro und Saporizhia. Laut russischen Aussagen haben 4 solcher Raketen das Dnipro-Hess-Wasserkraftwerk in Saporizhia getroffen. Unter anderem ein Video soll das bestätigen. Der ukrainische Generalstab sprach vom Abschuss von 30 der 35 eingesetzten Marschflugkörper. Mit Hilfe von Raketenschiffen der Schwarzmeerflotte feuerte die russische Seite zudem 10 Marschflugkörper des Typs Kalibr ab. Die Flugbahn ist in Grün bzw. Türkis hervorgehoben. Ein Teil der Raketen griff die Städte Saporizhia und Pawlochrad an. Der größte Teil flog jedoch ebenfalls auf die Stadt Stryi im Westen des Landes. Der ukrainische Generalstab verkündigte lediglich den Abschuss von 4 der 10 Raketen. Von der Halbinsel Krim aus feuerten die russischen Streitkräfte 4 ballistische Raketen des Typs Iskander-M ab. Die Flugbahn ist in Orange zu erkennen. Die Raketen griffen alle die Stadt Saporizhia an. Der ukrainische Generalstab gibt nicht an, eine der 4 Raketen abgeschossen zu haben. Von der Krim aus feuerte die russische Seite außerdem eine luftgelenkte Rakete des Typs Iskander-K ab. Diese konnte die ukrainische Luftabwehr jedoch abfangen. Und darüber hinaus wurden noch 3 luftgelenkte Raketen des Typs H31 gestartet. Entschuldigung, nicht H31, sondern H59-H69. Auch diese Raketen konnten allesamt die ukrainische Luftabwehr überwinden. In Summe haben wir damit 100 eingesetzte Flugkörper, von denen die ukrainische Luftabwehr 81 abfangen konnte. Das macht eine Quote von 81%.
Wie bereits angedeutet, wurde die ukrainische Stadt Stryi im Westen des Landes am schwersten angegriffen. Verschiedene russische Militärblogger sprechen von Angriffen auf ein Wärmekraftwerk, auf Gasverteilungsinfrastruktur und auf den örtlichen Militärflugplatz. Angeblich wurde der Militärflugplatz für den Empfang von F-16-Kampfflugzeugen vorbereitet. Die ukrainische Seite äußerte sich nicht genau zu den Folgen in Stryi, räumte jedoch Explosionen ein. Die genauen Folgen des Angriffs dort sind nicht ersichtlich. Darüber hinaus ereigneten sich in vielen anderen Regionen Explosionen, unter anderem in den Regionen Poltawa, Dnipro, Saporizhia, aber auch Chmelnytskyi, Winnica und Rivne. Der russische Angriff zielte vor allem auf Energieinfrastruktur ab. Die ukrainische Seite räumt das Treffen von Energieanlagen ein. Unter anderem wurden zwei Wärmekraftwerke getroffen, wie das ukrainische Unternehmen DTEK verkündete. Das war der sechste Angriff auf Wärmekraftwerke innerhalb von 2,5 Monaten. Auch zwei Wasserkraftwerke wurden beschädigt, so der örtliche Betreiber dieser Objekte, unter anderem das größte Wasserkraftwerk der Ukraine in der Stadt Saporizhia, das sogenannte Dnipro Hess. Russische Militärblogger veröffentlichten unter anderem dieses Video, welches angeblich in der Stadt Saporizhia an diesem Wasserkraftwerk entstanden sein soll. Es sind vier Einschläge von Raketen zu erkennen, höchstwahrscheinlich Raketen des Typs H101. Das Wasserkraftwerk wurde also definitiv getroffen und beschädigt. Die genauen Folgen bzw. die Schäden sind allerdings nicht ersichtlich. Damit sind wir für den heutigen Tag am Ende angekommen. Wenn Ihnen mein heutiger Bericht gefallen hat, dann lassen Sie doch bitte einen Daumen nach oben unter diesem Video da. Und wenn Sie neu auf diesem Kanal sind, dann lade ich Sie herzlich dazu ein, sich mit einem kostenlosen Abo dem Kanal anzuschließen, um keine weiteren Geschehnisse in der Ukraine zu verpassen. Lassen Sie uns doch gemeinsam die 55.000 Abonnentenmarke knacken. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.